Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecraft, dem Lego-Spiel für die ganz Großen. Ne, so kann man es nennen. Ja, hallo Jules, hallo Woodcappy, hallo Gorilla. Hallo Fussel. Ja, nee, hi. Klar, Hallöchen. Links, rechts, links. Machen wir mal den. Ist ja widerlich. Wer? Ja, hier ist so ein Viech in meinem Swimmingpool. Ja, ich sehe es. Ich sehe es mit seinen widerlichen Tentakeln. Widerlich. Greift dir in den Schritt, weißt du? In den Schritt. Huch. So. Hallo, Kevin. Hallo, grüß dich. Du, Jules, eine Frage. Da stand mal so ein Leuchtturm hier. Weißt du? Irgendwo hier. Hast du ich hab nichts abgebaut, ich hab nur Erde hingemacht. Echt, ja? Wo ist denn der Turm? Wo ist denn der Turm? Wo ist der Turm hin? Wo ist mein Turm? Wovon redet der schon wieder? Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ignorieren. Ich hau jetzt auch wieder ab, ey, das geht mir zu weit. Die Geschichten der Gebrüder Grimm. Ich bin gerade hier rum. Was kann man denn? Warum gar nicht drauf machen? Eingehen, weißt du, das ist du glaubst Lapis. Ja. Lapis? Hol ich mir mal Lapis? Ich mach doch schon. Ich hole mir Lapis Lazuli. Hast du Lapis Lazuli dabei? Ja. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie kopfschüttelnd ich hier die ganze Zeit. Mach mal dann einen Verzauberungstisch und lassen sie gehen, oder? Ja, geh du mal an deinen Verzauberungstisch da. Wo hast du denn Lapis Lazuli? Wo ist denn Lapis Lazuli? Ah, hier ist Lapis Lazuli. Ja, wir müssen ein bisschen was davon haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so einen Tisch benutzt. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Echt das? Du legst dich da drauf und wir opfern dich der Königin Ra. Genau. Ja, genau. Ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall eigentlich die Erfahrungspunkte unten. Ne? Dafür sind die eigentlich auch gut. Ja, aber das heißt, ich tausche dir jetzt ein. Nehme ich auch. Was kann ich denn hier? Du kannst zum Beispiel auf Diamantschwert. Schärfe 2 zum Beispiel. Du kannst deine Erfahrung auch gegen Sack Eier tauschen. Genau. Ne? Wenn ich das. Einmal reich wär's. Ja. Warum kann ich das nicht? Geht alles. Zweimal Lapis Lazuli und zweimal Erfahrungspunkte. Habe ich doch. Warum kann ich das nicht? Fortschritt, Verzauberer. Ups. Woodcappy ist nun auch ein Verzauberer. Das ist toll. Richtig toll. Was kann ich denn. Okay, mit Seilen kann ich gar nicht. Das smett mir. Mit Seilen. Ich sollte mir eine neue Rüstung machen. Habe ich so im Gefühl. Ich glaube, die alte macht nicht mehr lange. Die alte macht nicht mehr so lange. So, jetzt habe ich ein wenig verzaubert. Dann wurde ich zu Affa hinter uns gebracht. Shit. Ja, aber die Level 30 Verzauberung, das ist quasi das Höchste. Das ist eigentlich am besten. Eigentlich. Was baut der Fussel denn gerade? Erklär mal. Lass mal kurz testen. Warte. Wie viel Leben hast du abgezogen? Rich? 2,5. Okay, das ist gut für den Bogen. Ja, also trotz Rüstung. Jetzt darfst du nicht vergessen. Ja. Trotz Rüstung. Magst du jetzt eine Bierrüstung oder was? Oh mein Gott, jetzt ist fast reingefallen. Ins Klo? Warte. Nee. Wer fällt denn hier ins Klo? Glück gehabt. Schönes Haar ist mir gegeben. Naja, ob das noch schön ist? Also mein Friseur sagte, du müsstest dringend den Spliss bearbeiten. Sagte der? Ja. Dieses Schwein, zu dem gehe ich nie wieder. Nie wieder. Der kennt sich da aus. Ja. Lustigerweise hat er mir das gleiche gesagt. Hier, der Udo Walz, ne? Mhm. Ja,
wo? Huch! Jetzt wäre ich jetzt fast runtergefallen. Ja, das ist ein wenig gefährlich da oben, muss ich sagen. Ja, aber das macht ja die Spannung aus. Weißt du, wie man? Ach so. Das macht die Spannung aus. Oh, jetzt habe ich auch was von das. Und läuft was bei dir? Oh, es läuft und sowas von, das glaubst du nicht. Ach, schön. Wunderbar. Ich verzauber dich. Hasch mich, ich bin ein Häschen. Oh, ja, to live, dude. Hasch mich, hasch mich. Hasch mehr ich? Kann ich den Kopf nicht schütteln. Wo sind wir hier noch reingeraten, da? Hasch mich, ich bin ein Häschen. Ja, jedes Mal. Ich wäre aber auch nicht schlauer. Nee. Ich wäre auch nicht schlauer. Es tut mir auch immer ein bisschen leid für dich, Jules. Also das. Ja, aber wie gesagt. Mitgehangen, mitgefangen, sag ich das. Es ist nicht so schlimm, wie es ausschaut. Hey! Was war das denn? Das kann nur der Fussel du gewesen sein. Dummer Penner. Alter, Gorilla, ein Loch. Soll ich dir mal mein. Soll ich mal wegen fies sein? Warte. Warte mal. Was ist denn passiert? Also ich hab nur. Soll niemand fies sein. Nicht fies sein. Nicht. Hier liegt Tinte rum, aber. Was ist das? Die hat der Gorilla beim Laufen verloren. Oh, jetzt hab ich mich voll tintet. Ja. Oh, Nemo! Findet Nemo! Ja. Das ist aus dem Film. Klasse, Mensch. Ein super Film. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Pixar Studios. Immer. Nicht Pizza, sondern Pixar. Für diesen wunderbaren Witz erlauben wir Pixar Studio 10.000 Euro in Rechnung zu stellen. Bitte überweisen Sie innerhalb der nächsten 7 Tage. Per Sofortüberweisung. Genau. Richtig. Natürlich. Dieser Witz wurde ihm präsentiert von Pixar Studios. Nur für den Fall, dass ich nicht aua! Was denn jetzt schon wieder? Der Jules hat auf mich geschossen. Ich habe ihm nur eine Backpfeife gegeben, da ist er runter ins Wasser gefallen. Der Jules kann ich mir so nicht vorstellen. Doch, ganz böser Mann. Ekelhaft. Der Jules hat seine Gründe. Nein. Alter, wer hat da die ganze Brücken abgebaut? Oh. Hier, abgebaut oder weggeschickt? Ohne Scheiß. Welche Brücke fehlt denn? Ich weiß von nicht. Die Jugend von heute. Oder war das ein Krepper? Also ein Krepper ist gerade voll in die Luft geflogen. Also ist es aber der Brücke. Hier ist ein... Wer war denn hier? Das war doch was zum Essen. Ich war doch gar nicht hier in der Ecke. Warum explodiert der hier? Na toll, Cappy, hast ja wieder toll hingekriegt. Echt toll. Wer auch sonst? Wir haben irgendwie Monstervolk hier in der Nähe, kann das sein? Ich könnte mal wieder hell draußen gebrauchen, ich hasse Dunkelheit. Im Dunkeln ist gut munkeln. Wolltest du dich nicht darum gekümmert haben, dass hier der Server viel mehr Sonne hat? Ja, der hat jetzt mehr Sonne. Der hat jetzt mehr Sonne. Der Quatsch, nur Scheiße. Glaub ich in 100 Jahren nicht. Doch, der hat sowas von mehr Sonne, das glaubt er. Ey! Hallo! Ich hab's genau gesehen. Was wären das hier wieder für komische Aktionen? Lass die Dobbing ärgern. Ich hab mich ein bisschen entkleidet. Wie die ganze Zeit Zombie. Den habe ich auf Maß schneiden lassen. Wirkt allerdings hier in der Hüfte doch ein bisschen dicklich. Ich bin ehrlich. Aber ich finde, wer steht da hinter mir? Wer ist da? Okay. Ich habe mir mal etwas gegönnt. Alter, jetzt bist du ja voll hier. Sag Gott zu mir! Ich muss weg! Spring!
was soll das denn? Verdient. Du Biatch. Du Biatch. Verdammte Biatch. Jetzt kommt her, ich mach euch alle fertig. Schöne Schlucht hast du vor 8. Ich bin durchgelaufen und ich bin durch. Nicht jetzt. Ich fiel aus so großer Höhe. Wie geht das denn? Das halte ich aber für entschieden. Bitte nicht hinlaufen. Große Höhe. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich bin aus einer großen Höhe. Du hörst dich jetzt gerade ein bisschen komisch an, finde ich. Hörst du dich ein bisschen komisch an? Ja, aber das ist unschön. Ja, echt unschön. So wie in Real Life eigentlich. Ja, fast richtig. Ich bin gestorben, aber alles ist noch heil. So, wie kannst du denn so sterben? So kannst du doch. Aber wo bist du denn runtergefallen? Hä? Fussel ist ertrunken. Oder jetzt ist er richtig sauer. Fussel ist jetzt richtig sauer. Oh, Jungs, wir müssen nach Hause, Jungs. Sollen wir den ganzen Scheiß mal einsammeln oder ist das alles noch gleich da, wenn er wiederkommt? Wenn er wiederkommt, müsste alles da sein. Aber wo ist er ertrunken? Hier, ne? Hier in seinem Wasser. Das schauen wir uns gleich an. Lass mal. Nicht rein. Der Jules fehlt mir auch, kann das sein? Nein. Nee, das ist der. Okay, super. Nicht ins Wasser so. Nicht ins Wasser. Ihr hört mich wieder? Ja, wir hören dich. Und deine Sachen liegen alle noch im Wasser. Alter, was ist denn da oben auf der Planke los? Was denn? Auf welcher Planke? Ach, ist das ätzend. Geht mir diese verkackte Technik auf, Piss, ey. Und warum fällt man hier ins Wasser? Was soll der Scheiß? Mann, ey. Verkackten Mikrofone. Wie Mikrofon? Was war da los mit dem Mikrofon? Ich habe keine Ahnung, da kommt eine Fehlermeldung nach der anderen und nur noch USB abgemeldet. Dann stellst du dich da oben hin und plötzlich bist du tot. Ja, du musst ja auch mal entscheiden, ob du dich ab- oder anmeldest. Ich entscheide hier gar nichts. Das macht dieser verkackte Drecksrechner. So, an die Rechnerhersteller dieser Welt. Überweist mir mal einen vernünftigen Rechner. Hier so Gronkh-Niveau. Ich habe da keinen Bock mehr zu. So kann man doch keine Let's Plays machen. Überweist dir mal einen Rechner, richtig. Du kannst hier keine Aufnahme steuern, nix. Was soll denn das heute? Tragödie. Im Hause Fussel. Aber nur so macht's richtig Spaß mit dem Fussel. Was will ich? Der muss sich aufregen. Ich kenne das bei ihm auch eigentlich nicht anders. Nee, der ist immer so cholerisch, weißt du? Ich hau dir kleine Fresse, du. Meinst du so? Ja, so in etwa. So in etwa. Mann. Nervös auf seiner Maus rum. Wer ist das denn? Irgendjemand klickt doch hier so nervös auf seiner Maus rum. Und Jules kommt rückwärts ins Haus. Alles klar? Legt hier direkt mein Moonwalk hin. Klasse. Boom. So, ist jetzt hier endlich mal. Ihr müsst übrigens jetzt die Zeit im Auge behalten, weil ich musste die Aufnahme auch stoppen und neu starten. Und das ist überhaupt kein Ding. Wir haben alles. Ich kann so nicht arbeiten. Wir arbeiten ja auch nicht, wir spielen ja. Nee? Richtig, wir spielen. Und ich spiele gerade mit der Tür. Ja, zum Beispiel sowas. Das finde ich schön, sowas. Ich höre es sogar ganz laut. Ja, die Zuschauer mögen das. Wer spielt denn da mit? Wer spielt denn da mit? Nein! Ja, Aufstand! Hilfe! Um Gottes Willen! Wir sind. Manchmal sind die doch richtig bekloppt, oder? Wir sind TÜV-Prüfer. Wir müssen die Türen abnehmen. Weißt du? Ja, genau. Du solltest mal Gewicht abnehmen, aber die Tür. Da habe ich ein leichtes Quietschen gehört. Das ist echt so gut.
Schön verrückte Kollegen hier, das gefällt mir. So. Hund, du bleibst hier, ich gehe in die Hütte, ich leg mich hin. Guten Nacht. Was, ich kann nur nachts schlafen? Was ist das denn? Ich will tagsüber auch mal schlafen können und dürfen. Ja, eigentlich schon. Ne? Das ist schon ein bisschen so, du musst jetzt hier aufbleiben, du Sackgesicht. Du musst mal auch was machen, das finde ich schon gemein. Das finde ich nicht schön. Nicht schön. Wenn du jetzt eigentlich müde bist, dann willst du dich ja auch mal hinlegen können. Ja, natürlich. Natürlich will man das. Stell dir mal vor, du hast vor, später noch aufzunehmen und möchtest dich vorher mal hinlegen. Geht aber nicht. Ja, Spiel. Dann kannst du aber nicht. Richtig, kannst du nicht. Scheiße. Oh, Minecraft ist so, wie soll ich sagen, so zurück in der Entwicklung, weißt du? Ja. Ja, es ist einfach so. Ich gehe mich mal ein Stückchen verzaubern. Nackig machen. Wo bin der? Ja, ich will mal mein Schild. Alter! Mein Schild pimpen. Ich glaube, das Schild kannst du gar nicht verzaubern, wenn ich will es pimpen. Ich will es pimpen. Ich kann's. Ja, ist ja in Ordnung. Er will sein Schild eben pimpern. Pimpern! Ich will mein Schild pimpern. Ich dreh durch. Hast du schon wieder Äffchen? Wir haben einen Creeper in der Hütte. Den muss ich jetzt mal eben irgendwie wegkriegen. Wo ist er? Wo bist du? Ja, ich bin schon dabei. Ja, aber du baust ja alles ab hier. Ich muss irgendwie an den rankommen. Aber der ist doch nicht in der Hütte. Der ist doch nicht in der Hütte. Oh mein Gott, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Jetzt bist du fällig. In welcher Hütte überhaupt? Ja, in der Hütte. Huch, was war das denn? Wo bist du? Äffchen. Alles Äffchen. Gut. Nichts passiert. Alles klar. Schade. War übrigens einer vor der Hütte, ne? Wo kommen denn diese ganzen Viecher von, ey? Nichts passiert. Du solltest die Nacht verlängern und nicht die Anzahl der Creeper erhöhen, Mensch. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ja, ja. Ich bin unschuldig. Aber Fusselchen, ja. Du könntest, du weißt schon. So, meinst du, ich soll mal mein zartes Stimmchen erheben und kurz und freudig, ja? Fristlos, genau, fristlos. Kündigen. Wieso sind da nur vier rausgekommen? Was ist denn da wieder passiert? Ja, dann bedanken wir uns an der Stelle doch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, bleibt uns gewogen und wir sehen uns in einer neuen Folge von Geh mir nicht auf den Sack, verdammte Scheißtechnik. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss, Leute, tschüss. Grüße an IBM.